So, hallo ihr Lieben. Heute richtig schöne Mails. Es geht um das Thema Täter-Opfer-Beziehung, eigene Anteile, auch eigene Täteranteile erkennen, auf dem Weg sein, Liebeschip umprogrammieren. Richtig schöne Mail. Wenn du dich da für meine Sachen interessierst, verlinke ich da oben mal mein berühmtes Modul 1 Umprogrammierung des Liebeschips. Und komm zur Liebeschip-Party. So, also, wenn du noch solche Fragen stellen willst, kannst du über ein Formular auf liebeschip.de machen. So, wir haben heute eine Nachricht von Iruschkila und mal verrückter den Namen. Lieber Christian, ich habe eben das Video gesehen, wer war Täter, wer war Opfer meiner Beziehung. Und ich verspüre den Drang, dir meine Gedanken dazu mitzuteilen. Ich habe immer mit dieser Täter-Opfer-Frage mich ein paar Monate rumgeschlagen, immer wieder Pro- und Kontraliste im Kopf gemacht und mich oft dabei ertappt, dass sich die Rolle des Opfers immer besser anfühlt. Das ist eine interessante Erkenntnis. Aber ich bin jetzt seit 3 Jahren getrennt von einer toxischen Beziehung. Wir hatten so 7 oder 8 On-Off-Schleifen in 5 Jahren gedreht, die für mich insofern interessant waren, als dass wir in Gesprächen manchmal ehrlich diese toxische Dynamik ansprechen konnten. Ab Jahr 3 haben wir sogar beide einen Therapeuten gehabt, aber trotzdem es nicht schafften, uns zu trennen. Ich las Bücher über Co-Abhängigkeit und wir sprachen offen über unsere verkorksten Kindheiten. Aber wir konnten einfach nicht loslassen, denn am Ende hatten wir nur uns beide. Es hielt uns der verflixte Gedanke zusammen, dass wir nicht nochmal unsere Familie verlieren wollten. Ja, das ist so spannend. Deswegen muss man dieses innere Kind echt so ein bisschen heilen, in den Griff kriegen. Weil das ist immer das Problem, dass sich dieses Dysfunktionale so verdammt vertraut anfühlt. So, und das ist echt total schwer, darüber wegzukommen. Ich habe mal ein schönes Zitat gelesen: wenn wir nicht genauso verletzt werden, wie wir es von zu Hause gewohnt sind, fühlen wir uns nicht geliebt. Ja, ich glaube, das werde ich mal zum Titel des Videos machen. Das ist ein großartiger Satz. Vielen Dank dafür. Wenn man also keine Trennungskompetenz besitzt, weil einem die eigene Familie nie losgelassen hat, kann man trotz aller Erkenntnis festhängen, weil man nicht einfach nicht weiß, wie es geht. Ja, das ist halt der erste Schritt, das im Kopf zu verstehen, und da muss man es leider auch leben. Und das ist nicht unbedingt einfach, ja. Jetzt aber meine Gedanken zu dieser Täter- versus Opfersache. Ich bin die Tochter einer Minuspolmutter. Narzisstische Züge und auch beide Omas sind dort zu verorten. Meine Vater und meine Opas waren beide co-abhängige Pluspole. Natürlich hat keiner von denen das jemals reflektiert. Schön, dass es heute das Internet gibt und so und Therapeuten und dass es normaler ist, echt. Ich habe Forschung gemacht und weiß, dass auch die Mutter meines Opas ihre Spielchen gespielt hat und so vererben sich diese Dinge. Natürlich mag ich mir gar nicht vorstellen, welche Traumata so etwas wie Krieg mit Menschen bzw. Kindern macht. Deswegen bin ich auch nicht immer nur sauer und wütend, sondern meistens nur tief traurig. Naja, jeder macht das, was er kann. Es gibt eigentlich, ich weiß, ich kenne diese Wut, aber ich glaube, sie bringt einen nicht weiter, weil deine Eltern und dann auch deine Großeltern haben das gemacht, was ihnen möglich war. Und das machen wir eigentlich alle immer, ne? So. Nun sind also meine Eltern gewesen. Nun sind das also meine Eltern gewesen und diese haben mich sozusagen ausgebildet. Ich war in der Beziehung zu anderen Familienmitgliedern immer der Pluspol und habe auch 3 co-abhängige Beziehungen hinter mir, in denen ich an dieser Rolle festhielt. Mache deine Kurse erst seit 3 Tagen. Glückwunsch und hoffe auf ein baldiges, nice, geiles Leben. Definitiv. Glaub dran. Aber es braucht natürlich Zeit und Arbeit. Nur in der letzten toxischen Beziehung passiert etwas Interessantes. Mein Partner und ich wechselten im letzten Zyklus die Rollen. Ja, das ist so toll, dass dir das passiert, weil es ist unglaublich, dieses. Ja, also, das ist ja was, was ich wirklich hoffe, hier ein bisschen bekämpfen zu können: diese ewige Opferhaltung. Ne? Ich bin immer die Gute und die anderen sind die Bösen. Ja, klar, also viele Pluspole sind sehr empathische Menschen. Trotzdem bringt es nichts, weil egal wen ihr im Leben habt, ihr habt diesen Menschen quasi auch irgendwo mit angezogen mit euren Themen und so gut und böse und alles.
bringt einen nicht viel weiter. Ne? Da bringen einen so Sachen wie Trauma oder Liebeschip oder welche Programmierung haben wir da, welche Glaubenssätze bringen einen da häufig weiter. Und natürlich sich abzugrenzen davon, weil auch wenn man jetzt, wenn gut und böse manchmal schwierige Begriffe sind, darf man sich natürlich von krassen und unter Umständen manchmal asozialen Verhalten natürlich abgrenzen, ne? Klar. Auf dann hoffentlich eine gute Art und ich sag mal die eigene Spielfläche sauber halten, ne? Das ist halt ganz wichtig. So, aber wenn man dann mal die Rollen wechselt, dann sieht man, wie, dann, das heißt auch ein bisschen, dass man, dass es in Fluss kommt, diese Muster, ne? Und es ist eigentlich total gut. Ich hatte anscheinend so die Schnauze voll, dass ich jetzt geschafft habe, ein unterbewusst in mir schlummerndes Programm auszupacken, das ich hier zur Bestrafung einsetze. Nur für kurze Zeit, bevor ich die Kraft fand, den Kontakt komplett abzubrechen. Naja, wie du schon jetzt glaube ich auch schreibst gleich, du hast ja beides beobachtet. Du hast das Co-Abhängige beobachtet und du hast das, ja, vielleicht unter Umständen egozentrische oder sogar narzisstische beobachtet. Das heißt, du hast beides beobachtet, ne? Und dann hast du auch beide Programme drin. Ich glaube, es verhält sich so ähnlich wie mit dem Aufwachsen mit zwei Muttersprachen. Ja, sagen wir in den ersten Lebensjahren, auch wenn man dann weiter in einem Land wohnt, wo die andere Sprache nicht gesprochen bzw. gebraucht wird, hat man doch Wesentliches daraus immer noch gespeichert und kann es vielleicht sogar im Notfall mal abrufen und ist dann selber überrascht, was man fähig ist. Das ist definitiv. Also viele Menschen, die sich als unheimlich empathisch sehen, machen unbewusst total krasse Sachen auch. Ne? Und übrigens auch Menschen, die man vielleicht von außen als meinetwegen egozentrisch oder mit narzisstischen Zügen einschätzt, sehen sich selber häufig überhaupt nicht so, ne? Sondern sehen sich auch wieder als Opfer und sie machen ja gar nichts und ja, weil es eben häufig nicht bewusst ist, ne? Sonst wäre es ja auch nicht so ein Persönlichkeitsthema. So. So ein möglicher Rollentausch macht für mich auch deshalb Sinn, weil ich in unzähligen Gesprächen mit meiner Oma, meiner Mutter immer wieder erfahren habe, dass diese ihren Müttern exakt dieselben Dinge aus ihrer Kindheit vorwerfen. Das meine ich. Zu wenig Liebe, Gewalt, Bestrafung nicht da gewesen sein. Sich also als Opfer sahen, es dann aber bei ihren eigenen Töchtern nicht geschafft haben, das Verhalten ihrer Mutter nicht zu wiederholen. Das ist genau, was ich gerade meinte. Auch die, wo du jetzt sagst, die waren total krass, auch die fühlen sich als Opfer, ne? Von wiederum ihren Eltern, ne? Total spannend. Im Moment merke ich, dass ich noch an meiner Programmierung arbeiten muss und noch nicht beziehungsbereit bin. Und auch daran, wenn ich ausnahmsweise mal auf einen interessierten anderen Pluspol treffe, sonst testet mich das Leben gerade fleißig mit den verrücktesten Minuspolen, könnte eine Netflix-Serie werden. Ich, um diesen loszuwerden, getriggert werde, meine durch die letzte Trennung erweckten Minuspol-Skills rauszuholen. Ja, versuch's trotzdem, ja, klar zu beobachten und dann vielleicht doch anders zu machen, ne? Ich beobachte mich dabei selbst und habe festgestellt, dass meine fehlende Trennungskompetenz und Unfähigkeit, Nein zu sagen, man will ja niemanden enttäuschen, mich in diese Rolle drängen. Ich habe vom Schicksal, um mich weiterzuentwickeln, eine weise Frau geschickt zu bekommen, was wollen wir jetzt mal? Lieber Christian, ich kenne deine Videos erst seit einer Woche. Manchmal gibt YouTube ja einem genau, was man braucht. Das ist das Leben, das hast du angezogen. Ne? Du bist einfach in der Playlist aufgetaucht und ich, williges Opfer, habe auch ziemlich schnell dein Paket gekauft. Ja. Du warst seit Monaten der Grund, weshalb ich mich wieder ganz doll und aus vollem Herzen lachen konnte. Ach, wie schön. Ich bin in einem Umfeld, wo mich keiner versteht, mit Freunden und Familie, die meine Veränderungen nicht gutheißen und die mich in der Vergangenheit auch motiviert haben, in toxischen Beziehungen zu verharren. Hm. So werde ich also gerade stückchenweise von allen verlassen, weil ich zu anstrengend geworden bin. Die Herrschaft ist nicht damit zufrieden, dass die Dienerin nun auch in die Belletage ziehen will. Oh, wie schön. Du hast echt einen schönen Sprachstil und nicht weiter uneingeschränkt zur Verfügung steht. Ich bin also auf Liebesentzug und damit ich nicht rückfällig werde, sind deine Videos eine wahre Quelle der Freude für die nötige Ablenkung. Als nächstes muss ich mich wohl von meinem narzisstischen Chef trennen, wenn du also einen Job für mich hättest. Du inspirierst mich so sehr, für dich würde ich arbeiten, das wäre sinnvoll verbrachte Lebenszeit. Ja, leider schon vergeben. Ich kann nicht... das lassen wir mal raus. Und verrückte Welt, ich danke dir sehr. Ich wünsche dir ein freudiges Wochenende. Und dass du noch den heißersehnten Urlaub kriegst.
Ja, vielen Dank für die schöne Mail. Und wir werden uns mal wiedersehen.